Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir sind ja jetzt nach der Horde und werden, das kommt gleich ins Motorrad, wie gesagt, jetzt erstmal eine 6er-Quest machen. Ich hoffe nur, das haut hin. Rüstungmäßig sind wir ja eigentlich gut dabei. Das ist alles auf 6, glaube ich, auch alles gemottet. Nicht das? Ja. Da haben wir nichts zu befürchten. Waffe läuft, Munition haben wir ein bisschen mit, was wir brauchen. Das Einzige, was ich jetzt noch mitnehmen werde, wir haben Honig einstecken, ist ein Beasley. Verbandskästen haben wir auch. Eine Tablette brauchen wir eigentlich nicht. Vielleicht noch eine Vitamine, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Die findet man in Massen. Wir gucken erstmal. Wir fahren jetzt erstmal hin. Wir haben Zeit. Wir brauchen das Geld. Wir nehmen das Auto in dem Fall. Ist da irgendwas drin? Unser Bohrer. Den packen wir mal hier rein. So, ist das Auto betankt? Ich hoffe, es ist. Oh, aber fast. Oder? Na, okay. Jetzt ist es voll. Alles klärchen. Dann packt das Auto einmal kurz ein, mein Freund. Und den googeln wir mal. Und je nachdem, wie lange wir halt in der Quest brauchen, das kann ich ja jetzt noch gar nicht sagen, machen wir das entweder in ein oder zwei Folgen. Sonst wird das nämlich zu lang. Aber das kann man sich ja einteilen. Aber gucken wir erstmal, was der Gute hat. Wenn ich hier mit dem Auto durchkomme, das ist noch so ein anderes Thema. So, lass mich auch immer vorbei. So, mein Freund. Den bin ich mal gespannt. Hatten wir gerade einen Zombie? Habe ich es richtig gehört? Offenbar nicht. Ich sehe zumindest keinen. Hört sich aber gerade an, als wenn wir einen Zombie überfahren hätten. Gute Rekti, mein Freund. Es geht aber in erster Linie halt ums Money. Das heißt, wir werden Sachen mitnehmen, die Geld bringen. Und andere Sachen, die wir halt nicht dringend brauchen, werden wir da lassen. So, 6. Sind natürlich alles befallen, ne? Alle im Arsch der Welt. Was ist das denn? Grover High? Grover High sagt mir gar nichts. Das wäre mal was Neues. Gucken wir rein. Sagt mir echt nichts. Gut, 1,8 Kilometer in die Richtung da. Mal kurz gucken, wo ist denn das Ganze? Wir gucken, da oben muss das sein. Das ist Wüste, ne? Das ist eine Wüste. Ja, komm. Warum nicht? Haben wir gleich unsere Game-Stage ein bisschen höher. So haben wir ja 249. Dann gucken wir mal, was wir in der Wüste haben. Machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Hier wären wir. Das hier ist der gute Gervais. Sagt mir so jetzt auch nichts. Bin ich mal gespannt. Wir haben hier standardmäßig 328. Wenn wir die Quiz jetzt annehmen. Oh gut, er schwebt da oben rum. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Haben wir 445. Gut, das hält sich noch in Grenze. Müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. Ist schließlich befallen. Ne? Ist das eine Fabrik oder was ist das? Na gut, da sind ein paar grüne Kollegen. Zumindest aus wie eine Fabrik. Dankeschön. So, hier sind doch bestimmt schon ein paar. Hier sind eine ganze Menge Herrschaften. So, warte mal kurz. Ich kann nicht durchs Gitter durchschießen, ne? Das hatten wir schon ein paar Mal. Alter, wo kommt ihr plötzlich her? Hoppala! Die habe ich nicht kommen sehen. Okay. Okay, warte mal. Das müssen wir anders machen. Sonst kriege ich gleich Matsche von hinten. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Danke. Wir haben hier nämlich, glaube ich, gerade das ganze Dach an der Backe. Danke schon, Jungs. So. Au, da kommt mal wieder einer von hinten. So geht das natürlich nicht.
Ey, haut hier nicht die ganzen Autos kaputt, ja? Na, Lenchen? Mach Abflug. So, ich hoffe nur, ich bleibe innerhalb im Quiz beruhigt. Klar könnte ich jetzt ausschießen. Bloß hier wird noch einiges mehr an Zombies kommen. Ich kann ja jetzt nicht am Anfang meine ganze Muni verschießen. Wenn das hier schon brutal an Zombies ist. So, aber langsam, aber sicher kriegen wir sie dezimiert. Schön. Mach einen Abflug hier, Mensch. Aber wohl nicht wahr sein. Naja, zumindest verlieren sie schon Gliedmaßen. Na, Gruppe. Gut, scheint aber noch nicht alles wach geworden zu sein. Aber immerhin haben wir ein Level. Das ist doch auch schon mal was. Oh, da hängt auch noch was rum. Okay. Sag mal, geht's euch gut da vorne oder was? Einen Moment, nicht, dass wir mein Auto demolieren. So, du schlaf hier mal ein, Mensch. Du genauso. Was ist denn das hier? Auto-Ping-Pong oder was? Du auch noch? Mach einen Abflug. Du lebst ja auch noch. Nee. Okay, ich glaube, ich habe hier schon das halbe Pio einfach gemacht. Naja, gut, dann kommen wir leichter durch, ne? Wenn wir alles auf einmal haben. Au. So war es nicht geplant. Aber so kann man es natürlich auch machen. Okay. Tschüssi. Ich sagte tschüss. So, Jungs, und nun mal langsam, ja? Das geht doch alles auf die Rüstung. Und dann musst du sie wieder reparieren. Das kostet wieder teuer Reparaturkit. Du auch noch? So. Na gut, da schlafen wir mal immer noch genug. So ist es nicht. Kommen wir mal noch ein paar. Habe ich das Gefühl, wir haben hier den ganzen Hauptblut angelockt. Also zumindest die Zombies vom Hauptblut. Nee. So einen Moment. Jetzt juckt mir die Nase. Weil das hier war vorher zu. Wir haben hier so einiges angelockt. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Aber wir haben zumindest Muni gespart. Gut, da kommt noch einer. Hallo, Kumpel. So, den kann ich jetzt aber auch gleich, hatte ich vergessen. Hier, packe rein. Kommst du da drin oder kommst du von oben, hä? Von da drin. So, ich wollte trotzdem gehen, bevor ich das PO hier nicht kenne. Ja, schon gerne den richtigen Weg gehen. Kommt hier hoch, ne? Jo. Ach, Kumpel. Komm mal her. Tschüss. Oh, mein Junge. Okay, ich komme mal zu dir hin. So, jetzt zeige ich mir zwar immer noch so einiges an Zombies an, aber es ist zumindest nichts mehr in der Nähe. Hier haben sie sich auch durchgeprügelt. Entschuldigung. Immer noch meine Erkältung.
So, irgendwie hoppe ich, jetzt sind wir noch nicht alle hier oben. Obwohl ich dahin wollte, hier was angelockt, aber okay. Tachin! So, ich meine, hier sind immer noch relativ viele. Na? Irgendwie sind sie, ich wollte gerade sagen, so doof den Weg zu finden. Sag mal, wo kommst du schon wieder her, hä? Hab dich doch gesehen, du kamst doch gerade von unten. Au! Tag, Kumpel. Na, komm, dann bleib ich. So, es sind immer noch so einige. Tag. Ist gut, was los im Global High, ne? Also, das kann man nicht abstreiten. Oh ja, ich habe noch mehr wach gemacht. Ja, schön. Okay. Mach Abflug, du störst. Du genauso. Ich mag das BioI jetzt schon. Dabei haben wir bis jetzt eigentlich nur das Dach gesehen. Hier machen wir eigentlich gleich von Anfang an alles wach. Na, Kumpel. So. Ich will nicht wissen, was hier noch alles kommt. Bei den ganzen Punkten da oben. Gut, der lebt noch, der Gute. Er hier auch. Na komm. Da hängt einer unter der Trebefäß. Hier haben wir, glaube ich. Erstmal bist du dran hier. So, wo ist mein Lootsack? Ja, um dich kümmern wir uns gleich. Einen Moment. Okay, dann haben wir schon ein bisschen Notfallmuni. Alles Kleechen. Und da kommen die nächsten angelaufen. Man gibt einen Mucks von sich und alles wird wach. Okay, hier gibt es zumindest nochmal Fallen. Okay, warte mal kurz. Kommt hier noch von woanders was? Ich sehe aktuell nichts. Die Gummi hier gleich raus. Ich will noch kurz gucken. Okay, eins anderen. Ich helfe euch mal, Jungs. So. Da kommt noch irgendwas von hinten oder so. Ja. Komm mal mit, Junge, nicht, dass du runterfällst. Genau. So, hätten wir das Thema auch erledigt. Hier war zu, hier müssen wir definitiv nicht rein. Sollen wir auch noch ein paar Herrschaften? Aufsehen! So, hier ist richtig viel, ne? Zumindest auf dem Dach. Gott, wenn man sich hier durchschießen will, so viel Muni kann man gar nicht mitnehmen. So,
So, nur noch du, Kumpel. Schön. Gefällt mir. So. Ach, hier auch noch. Okay. Alter. Sag mal, spielt sich das komplette POI auf dem Dach ab, oder was? Hier sind überall Zombies auf dem Dach. Schön. Okay. Du lebst ja noch. So, Kumpel, komm her, bevor ich da noch mehr aufwache. Das ganze Dach ist voller Zombies. Na 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 na. Junge, wir wollen doch nicht zu nah kommen. Na, 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 aber nicht von der Seite kommen, ja? Immer schön der Reihe nach. Gut, zumindest sehe ich jetzt aktuell keine Punkte. Das heißt nicht, dass hier keine sind. Aber wir hatten zwischenzeitlich auch ein Level-Up. Jo, okay, bei den ganzen Zombies hier wundert mich das nicht. Die sind hier aber auch echt überall, ne? Überall. Junge, Junge, Junge. Und ich will nicht wissen, wie viele noch drin sind. Okay, aber ich glaube, vom Dach haben wir alle. So, jetzt aber mal eine Frage. Wenn wir hier nochmal hochkommen, wer uns da vorbeiführt, hier wäre ein Generator. Und hier müssen wir wahrscheinlich hin. Die Tür geht auf. Sieht zumindest ganz danach aus. Hier ist ja auch so ein Licht. Jo. Okay. Und ach, unser Leben ist auch gut. Da brauchen wir noch keinen Verbandskasten nehmen. So, jetzt ist noch die Frage. Müssen wir hoch oder runter? Scheint eine Art Schule zu sein hier. Ich will nur wissen, ob wir hoch oder hier runter müssen. Hier ist zu. Okay, wie es aussieht, müssen wir hoch. Oh, ein bisschen Kleber. Ein bisschen Srout. Da, 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 da. Okay, wir müssen hier rein. Der rennt da draußen rum. Da hier die Türen noch zu sind, dürfte von hier kein Zombie was sein. Nee, 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 nee. Guck mal. Guck mal, ich sehe dich da schon. Oh, Alter, okay. Wir sind auch wieder eine ganze Ecke. Jetzt gehen wir da mal einmal ein bisschen auf Nummer sicher, ne? Aber hier ist es doch schon leicht beengt. Auf dem Dach, okay, da kann man sich bewegen. Hier? Nur da kommt jetzt nichts von hinten. Ich hänge mich immer fest am Geländer. Schön. Mauchi. Lass das. Dann mach Kratzer an meinem Holz. Oh, sind hier noch laut Pumpen? Junge, schneller! Junge, du räuchst mir mit deinem Geknüppel. So. Gut, wie es aussieht, sind nicht alle wach geworden. Okay, da brauchen wir hin. Wir können hier mal kurz reparieren. Ja, die bewegen sich aber nicht.
Die suchen sich bloß einen anderen Weg, wie es aussieht. Oder? Da kommen sie. Okay. Tag, Kumpel. Die brauchen bloß ein Weilchen. Die sind wahrscheinlich weit weg oder so. Habe ich sie jetzt aufgeweckt? Wäre schön. Jo, sieht so aus. Ein bisschen aufpassen muss man hier. Und sonst gehen wir wahrscheinlich hops. Ja, aber jetzt kommen sie, wie es aussieht. Das ist gut. Na? So, der Steve nochmal. Du nochmal. Manni, eingeschlafen oder was? Da kommt noch ein Kumpel. Gut. Jetzt haben wir nur noch einen Punkt hier und der pinnt noch. Alles kein Problem. Mal rein hier. Ah, guck mal. Nochmal zweimal fallen. Das kannst du, glaube ich, essen. Das verstopft sonst das mit da. Maschinenpistole geschützt, Tom. Oh ja, wir können ihn selber bauen. Sehr schön. Ödlandschätze. Honig aus Bäumen. Haben wir es endlich. Den kannst du auch gleich essen. Und hier. Oh gut, die haben wir schon. Den kannst du auch gleich trinken. All unnötiger Ballast wird gleich vernichtet. Na, ah, kann man zumindest notfalls verkaufen. Okay. Ah, bist wach geworden? Ja, kannst gleich wieder schlafen. Dankeschön. Dankeschön. Die müssen allerdings mit. Das ist ja auch kein unnötiger Ballast. Auf jeden Fall ist es eine Schule. War von außen so nicht zu sehen. Okay, wir gehen die Räume nach und nach durch. Ich weiß auch gar nicht, wo es weitergeht. Hier geht's weiter. Okay, dann machen wir den zuletzt. Den geben wir erstmal hier rein. Ein Röhrchen. Yucca-Samen brauchen wir jetzt nicht. Haben wir nämlich schon ein paar zu Hause. Wie gesagt, unnötiger Ballast wird nicht mitgenommen. Danke. So, okay. Ist aber auch nichts Dolles hier. Dann lass mal rum. Ah, guck mal. Klingen haben wir hier nochmal. Die Machete haben wir endlich frei. Was haben wir eigentlich für eine? Fünfer, okay. Vor sechs brauchen wir keine Machete bauen. Mais brauchen wir nicht. Geld. Warum? Geld nehmen wir mal mit. Pilze brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Können wir uns alles selbst herstellen. Okay. Ah, guck mal. Wir können die Metallstacheln-Mod jetzt auch endlich mal. Gut, und hier? Da ist auch nichts drin. Nö. Okay, ich sehe jetzt auf den ersten Blick keinen Zombie. Heißt aber nicht, dass hier keiner ist. Nochmal elektrische Fallen. Hm. Haben wir schon? Haben wir ebenfalls schon. Okay. Bip, bip, bip. Ich glaube, hier haben wir aber auch schon viele Zombies aufgeweckt am Anfang. Ne, haben wir nicht. Warte mal kurz. Hier würden wir so keinen Block vorkriegen, oder? Abgesehen davon, dass ihr eh durchs Fenster kommt. Das bringt so gar nichts. Das machen wir anders. Aufstehen, Kumpel. So. Das machen wir so. Oh, und wie viele? Wie viele? Okay. Puh.
Gut, dass ich da nicht stehen geblieben bin. Aber haut der hier durch den Holzblock? Ich glaub's ja nicht. Ah, da lebt noch. Du aber auch. Gut, da haben wir jetzt nicht mehr allzu viel, ne? Da soll er rumknüppeln. Tag, Mann, ey. Boah, Junge, jetzt reicht's mir. Und du auch, Mann. Sehr schön. Wie sieht es eigentlich aus mit Muni? Na, oh, okay, wir hatten ja Ersatzmuni gefunden. Noch sind wir im Plus, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Gut, dann haben wir das Thema hier zumindest auch erledigt. Jojo, dankeschön. Ich lasse mich jetzt auch mal liegen. Kann aber auch sein, dass davon die Hälfte wieder rausfliegt. So ist es nicht. Okay, hier draußen ist nichts, oder? Das ist ein Geier draußen, ne? Unis! Okay. Ach, geh doch zu Netto, Mensch. Wir machen hier weiter. Was man hier alles für Bikerhelme kriegt. Oder allgemein Bikersachen. So, die hier müssen wir auch mit. Wenn wir allerdings gleich zerlegen, ist gutes Eisen. Wenn es hier nicht weitergeht, wo geht es denn weiter? Da draußen wahrscheinlich. Ich muss gleich mal gucken. Zock. Die kommen jedenfalls mit. Na gut, das nehmen wir jetzt nicht mit. Okay. Müll ist noch. Brauchen wir auch nicht. Den wahrscheinlich hier irgendwo. Mal gleich mal gucken. Ja. Okay. Ich will mal einmal kurz gucken, ob da was ist. Ne? Hier ist auch gut was los. Schön, schön. Einer ist schon wach geworden? Ich steck fest. Dann ist Captain Krawatte zu fest. Ich wollte nur nicht, dass er mir hier von der Nase platzt. Wenn mir hier nicht immer so feststecken würde, aber... Okay, kriegen wir schon alles geregelt? Oh, doch schon wieder so viele? Okay. Wir haben alle Lochkrepiere oder was? Ew. Wir haben alle Lochkrepiere. Na Jungs? Ah, wie viele hier überall sind, ne?
Schön. Wenn's da hängt. Okay. Okay, gib mir mal den Loot hier. Okay, Erntewerkzeuge. Den, die können wir gleich lesen. Also wir die raus aus dem Inventar. Gerade Sorgen hängen da nicht so rum, Mensch. Oh, hier sind zwar noch vereinzelt welche. Immer dieses Festgehänge. Okay. Ein Moment. Mal doch nicht. Ah, ich muss halt aufpassen, dass ich nicht zu viel auf einmal, ne? Der hockt hier irgendwo. Wie ist er denn da hingekommen? Ah, das ist schon nice hier. Das ist eine neue Schule, ne? Also hier kann er nicht sein. Er müsste ja eigentlich in den Spikes hängen. Brauchen wir nicht. Haben wir eh schon ein Stacken? Danke. Na, hier ist er auch nicht, oder? Ich guck mal kurz. Au. Ne, da hockt er auch nicht. Keine Ahnung, wo der genau sitzt. Durchforsten wir erstmal die Toilette. Dankeschön. Nochmal Dankeschön. Papier ist immer gut. Und nochmal Dankeschön. Also noch enger geht das Klo nicht, oder was? Vielen Dank. Wo kommst du denn, Rumpel? Mensch, kommst du denn hier? Da kommt noch einer? Ja. So nicht, ja. Nicht, wenn ich am Toilettenwühlen bin. Okay, die beiden können auch raus. Das war aber nicht der. Ne, ne. Hier noch irgendwas zum Öffnen? Jo. Danke. Ja, hier dürfte noch so einiges sein. Okay, hier haben wir noch elektrische Handwerksfähigkeiten. Wo ist er jetzt? Jetzt ist er in den Spikes. Aber da kommt auch einer. Tachin. Na, Gumpel, soll ich dir helfen? Wir brauchen eh alle von euch. Mach mal einen Abflug hier. Nicht zu nah, ja? Schön, den haben wir jetzt hier erstmal alle Punkte weg. Das ist doch ein Träumchen. Also, der hängt da. Hier haben wir einen schönen, guten Fahrstuhl. Da kommt noch einiges. Gott, da geht's noch wieder höher. Hier sind noch verschiedene Klassenräume. Alles klärchen. Ich will nicht wissen, wie viele Zombies noch beim Hauptloot hocken, wenn wir jetzt vorne schon so viele hatten. Lassen wir uns überraschen. Aber, wie ich am Anfang sagte, auch wenn ich sonst gerne in einer Stunde durchziehen würde, geht leider nicht. Allerdings ist es ja jetzt auch kein Weltergang. Dann machen wir hier erstmal einen Cut. Aber keine Sorge, morgen geht's dann hier weiter. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüssi!